Das Mikrofon ist nicht so laut eingestellt. Aber ein Ja, Leute, ich bin's wieder, eure Shiojuki hier. Und willkommen zum zweiten Stream. Der letzte Stream in der vorherigen Woche ist ausgefallen, krankheitsbedingt. Aber es geht mir einigermaßen gut, beziehungsweise ein leichter Schnupfen ist da noch. Aber das ist ja kein Thema. Wir machen einfach weiter und ich hoffe einfach, das gruselt mich nicht zu hart, sodass wir das schon irgendwie hinbekommen. Ja, es ist 2 Wochen her. Ich habe nur noch so leichte Erinnerung, was passiert ist. Aber wir schaffen das schon. Ich weiß, wir hatten letztens einen Schlüssel mitgenommen. Aber ich weiß nicht mal, in welchen Bereich wir hingehen sollten. Und irgendwie geht die Musik gerade nicht. Einen Moment. Oh, jetzt geht sie. Ich habe keinen Plan, was ich gemacht habe. Aber ich hab's gut gemacht. Es funktioniert. Genau, hier haben wir immer den Schlüssel rausgenommen. Can't stay any longer. Und es scheint noch zu funktionieren. Also, perfekt. Dann grabben wir das einmal. Ins Büro sollen wir gehen. Gut. Dann weiß ich ja Bescheid. Ich habe die Musik ein bisschen leiser geschaltet, weil ich mal testweise gehört habe, wie stark das eigentlich klingt. Das klingt wirklich ein bisschen heftig. Ich glaube, wir sollten da gar nicht lang, ne? Ich glaube, wir sind immer über die Luke hier gegangen. Dann machen wir das doch nochmal. Oh, ich habe wirklich letztes Mal die Story nicht so wirklich gewürdigt, aber ist nicht schlimm. Lag aber auch daran, dass ich keinen Schimmer habe, um was es immer noch geht. Ich habe mir extra nochmal über Twitch und über Steam, habe ich mir das einmal reingezogen und geschaut, was so eigentlich die Story dahinter ist. Aber ich bin immer noch verwirrt. Nimmt Twitch eigentlich tatsächlich den Ton auf? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Mach mal ein bisschen lauter. Ja, er nimmt den Ton auf. Frag mich nicht. So, fortfahren. Gut, dann ab ins Büro für uns. Solange der Ton geht, will ich mich nie beschweren. I know. Henceforth, I shall be Captain Baines, the Black Wanderer. But Captain Baines isn't a girl. Steady your tongue, Quartermaster. Was geht? I can be whoever I choose to be. If your little mind says otherwise, then to the depths with it. Weil du wahrscheinlich nicht die Glocke abonniert hast. Nein, ich glaube, wenn man über Steam über Twitch nicht einstellt, dass man Benachrichtigungen haben möchte, dann kriegt man, glaube ich, auch keine Benachrichtigung. Man muss extra so eine komische Glocke aktivieren. Frag mich nicht. Zeiten bleiben mir eh immer gleich, 19 Uhr. Weil ich es gerade einmal gemacht habe bislang. Ja, siehste, wusste ich doch. Wir sollen ins Büro gehen, für dich erstmal zur Info. Habe ich was falsch gemacht? Ich glaube nicht. Aber was geht? Was geht? Meine einzig wahre Zuschauerin. Digga, wie du dich sogar im Spiel weigerst. Wie du dich weigerst. Nein. Midas, der Steuermann. Er liebt Gold über alles. Er kann es am anderen Ende der Welt riechen. Deshalb steuert er immer auf den Schatz zu. Ja, Homeoffice ist auch geil. Aber das ist ja ein Homeoffice-Büro. Ist ja bei denen zu Hause. Okay, kein Text. Ich nehme... Was könnte das sein? Ein Raketenbauteil? Ah ja, tatsächlich. Irgend so ein Schild, glaube ich. Gut, ich glaube, wir sollen irgendwas zusammenbauen. Und das geht nicht. Der Knopf bringt nichts. Ich glaube, wir müssen mir wahrscheinlich irgendwas fertig bauen erstmal. Ciao! Nice! Einmal ranstecken. Geht's jetzt? Nein. Okay. Ja, wir müssen das komplette Ding erstmal zu Ende bauen. Und ich muss mich erstmal noch mit der Steuerung zurechtfinden wieder. So. Machen wir. Hier hin. Und ein Teil fehlt uns anscheinend noch. So. Aber bitte sag mir nicht, dass es irgendwas mit Raum zu tun hat. Also Raumschiffen. Ich habe gar keinen Bock auf Raumschiffe. Okay, das war ein Foto. Erstmal nicht relevant für uns. Und wir bräuchten noch ein Teil.
Lass mich mal schauen. Ah nee, das sieht ein bisschen aus wie Wikinger, ne? Also, ich glaube, hängt noch was wahrscheinlich mit den Piraten dann zusammen, was wir in der letzten Folge hatten. Kann ich... Okay, ist verschlossen. Dann nicht. Okay, wo habe ich das Teil übersehen? Fängt schon mal gut an. Die Wahrheit, warum ich letzte Woche nicht gezockt habe, weil ihr beiden nicht da wart. Und ich dann eh wieder hilflos herumlaufe und keinen Plan habe, was ich machen muss. So. Hier ist nichts. Hier ist gar nichts. Ich bücke mich mal ganz kurz. Es muss ja irgendwie so ein relativ gerades Teil sein. Doch, das ist doch ein Raumschiff. Das ist doch eine Rakete. Das Papierstück bringt mir nichts. Den Kamin habe ich eigentlich schon gesucht. Und da lag, glaube ich, auch das eine Teil schon drin, ne? Ich drücke nochmal drauf. Vielleicht geht's ja dann. So. Nope. Da. Okay. Hab's. Nice. Ja, es ist eine Raketengeschichte. Oh, ich habe keine Lust auf Raumschiff. Raumschiff ist nicht so meins. So, dann wir starten. Ja, erzähl, wie geht's dir? Was geht so ab? My brother. He was always there. Following in my footsteps. Silent. Smiling sadly, like a warm shadow. Always there, but never really present. Sometimes, when darkness fell across town, we'd sneak out of the house. He'd look up into the night sky, watching the stars, but never really seeing them. What he really saw was a thousand souls on fire. His eyes would light up. The stars were already there. At that moment, I knew he had it in him. Ciao. To make a thousand hearts bleed. A thousand heads turn. A thousand eyes weep. My brother, the silent dreamer. Dreaming that a day would come when we could leave it all behind. The journey of a lifetime. A light on the horizon. A flame to call his own. Yes, he had it in him. To make a thousand souls burn. Make them feel alive. Make them live forever. Thousand lives. But never mine. Never mine. There we were, dreaming our souls away into the night sky. When we could almost reach out and take it, a cruel shade eclipsed the sun. Our dream was gone. Something else took its place. Something vicious. Something. Okay, what the fuck? Aber rumliegen ist auch nice. Das möchte ich auch immer gerne. Einfach chillen, nicht arbeiten. Heute war anstrengend genug. Okay. Oh, guck mal, wir sind im Grab. Oh, ich glaube, lebendig begraben ist auch einer meiner zwei größten Ängste. Sag mir jetzt nicht, das war das Büro. War das das Büro? What will the Black Wanderer do now? Don't worry. One day we'll get to see how it ends. Das war tatsächlich das Büro. Das war eine Geschichte von 5 Minuten. Die hätten wir dann sogar letzte Woche noch geschafft. Bevor ich aufgehört hätte. So. Aber egal, dann gehen wir ins Badezimmer. Wir hoffen, dass ich ein bisschen mehr checke, was hier abgeht. Na 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 na
What if something bad happens? What if I can't find you? Shh. Listen to my voice. Hold it deep inside. And I will always be there for you. Forever? Forever. Das sollen ja Kinder sein, die irgendwie auf dem Schiff, glaube ich, stehen geblieben sind. Oder ich weiß nicht, was... Egal, wir gucken einfach weiter. Wir gucken einfach weiter. Wird schon Sinn ergeben. So, Dachboden kennen wir. Dann haben wir runtergehen. Ich habe aber keinen Plan mehr, wo die Küche war. Hello. Okay, ich nehme an, hier. Wenn der Pfeil da schon so schön hinzeigt. So. Letztes war hier ja sogar noch Licht, das wir nicht berühren sollten. Das Badezimmer. Ey, ich kenne mich doch aus. Nice. Gut. Einmal überall Wasser anmachen. Hallo? Jetzt. Okay. Sehr gut. Jetzt fühle ich mich schon 10.000 Mal wohler. Das war zu viel Wasser. Okay. If you want to make it to the end, just remember, the monster can be scary. Ich dachte gerade, das Wasser steigt. Okay, sorry. At the end of the day, it's just as lost as we are. So. Ich kenne solche Horrorspiele, wo man immer durch den Hügel guckt und am Ende erschreckt dich irgendetwas, weil es dann vor das Schlüsselloch oder so geht. Da habe ich ein bisschen Panik. Ja, ja, also ich glaube, permanent spielst du... Hä? Ich bin im Raum. Okay, du spielst als eine der beiden Kinder. Aber ich habe trotzdem nicht hundertprozentig den Plan, was man machen soll. Okay, da wächst gerade eine Pflanze, glaube ich, raus. Bringt nichts, wenn ich dagegen ditsche. Wahrscheinlich brauchen wir ein bisschen Wasser. Ist abgeschlossen. Wind ausmachen vielleicht. Jetzt. Jetzt. Jetzt geht's. Genau. Hallo, hallo, wächst der? Oder wedelt der nur? Okay, der wedelt nur. Kann ich... Ah ja, durch Schlüsselloch gucken. Okay. Dann einmal raus. Und dann sind wir in den Raum, ne? Gut, ich habe das Prinzip verstanden. So. Wasser ausschalten? Ja, Wasser ausschalten. Okay. Und Wind müsste hier irgendwo sein. Hier. Jetzt? Ich habe keinen Plan, was das werden soll. Wir scheinen aber noch nicht durch zu sein. Weil die Schlüssellöcher sind noch nicht auf für uns. Achso, okay, warte. Ich glaube, Wasser sollten wir anlassen dann, oder? Passt das? Sieht gut aus. Sieht gut aus. Ist aber noch nicht alles. Mehr Wasser? Achso, okay, das ist zu viel Wasser. Das ist zu viel Wasser, sorry. Das müsste doch reichen. Was brauchst du noch? Was brauchst du noch? Ah, ich musste nur einmal draufklicken. Okay. Vielleicht die Bodenranken-Story. Mit den magischen Bohnen, die wachsen. Bei zwei Nächte. So. Musik. Aus. Ah, besser. Das tut gut. Okay, wir tun wieder ein bisschen Wasser rein. Scheint ja richtig zu sein. Vor allem, weil ich ja alle meine Blumen umbringe. Das ist... Okay, das ist zu viel Wasser. Bringt also eigentlich gar nichts. Reicht das? Also die wächst. War anscheinend richtig. War anscheinend richtig. Ich darf da noch anfangen? Ja. Bloody Roots, Akt 3 haben wir. Gute Frage. Was soll ich machen? Ich dachte, ich muss einfach nur ins Bad. Und dann komme ich wieder ins Dachgeschoss, wie immer. So, Lucia, erste Offizierin. Sie lässt nicht zu, dass jemand die Crew missachtet. Oder den Kapitän, weil sie sehr stolz ist. So stolz. It's okay. A little spark is all it takes. Wir sind mal draußen. Mal angenehm. So.
Oh, meine Stimme klingt richtig schrecklich. Es tut mir leid. No, please. The Jack Wanderer. Nein, Black Wanderer, okay. Könnte ein Bild sein, dass wir uns eigentlich aufheben können, beziehungsweise eigentlich einsammeln können. Stay out of it, Lily. Why can't you just leave us alone? Ich habe halt leider nicht mal die Namen im Kopf. Ich weiß nicht, ob die Schwester von uns Lee heißt. Ich weiß, wir sind der Junge auf jeden Fall. Aber mehr weiß ich auch nicht. Glühbirne auf dem Boden. You fill the boy's head with nonsense. Muss ich mir die Papierschnipsel merken? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, der Ton ist eigentlich laut. Hörst du überhaupt irgendetwas? Vom Inside? Also, hörst du auch das Rauschen? You're the one who's useless. You cruel, one-eyed freak. What did you call me? Get away from him. You monster. Oh, sounds good. Okay, danke. Okay, nee, nee. Also da ist eigentlich auch ein bisschen Rauschen von so ein Aufsucht. Man ist draußen rauschen und so, ne? Aber ich glaube, der Ton ist dafür einfach ein bisschen zu leise. Aber ist nicht schlimm. So ist perfekt. So ist gut. Oh, ich glaube, da darf ich nicht entlang. Okay, das scheint ein Labyrinth zu sein. Dann halten wir uns jetzt einfach immer rechts. Nee, das ist kein Labyrinth. Das ist doch kein Labyrinth. Doch, das ist... Nein. Nein. Sein Spielton hat... Ja, man muss schon was hören. So ist das richtig. Am besten lieber... Oh Gott. Am besten lieber den Spielsoundtrack als den Spielsoundtrack. Okay, das war, glaube ich, ein bisschen laut. Ich dachte, das war eine Nische zum Reingehen. Also ich habe schon gecheckt, dass man sich nicht davon erwischen lassen darf. Aber ich hätte jetzt gedacht, das ist eine Nische, wo man reingehen kann, um nicht erwischt zu werden. Dann schauen wir nochmal. Ich krabbel mal ein bisschen schneller. Hier ist eine Nische, ne? Okay. Gibt es noch eine? Wahrscheinlich nicht. Okay, gehen wir mal kurz hier. Und einfach einmal abwarten. Wird schon schief gehen. So. Wie die Musik in der Nische ausgeht. So. Ist ein bisschen dunkel. Kriechen. Hier sind wir sicher. Ich gehe nochmal hinterher. Da wäre eine Nische, wenn wir die brauchen. Und hier ist noch eine. Kommt denn noch eine Welle? Da hinten. Ja, da hinten. Gut. Guck mal, wie das so abdämmt. Man hört einfach nichts mehr. Okay. So, wenn ich dir hinterher renne, kann mir ja eigentlich nichts passieren. Nein! Okay, mir kann nichts passieren. Ich dachte nicht, dass er zurückgeht. Schweinerei. Okay, vertraut mir nicht. Oh. Ich habe versehentlich meinen Controller abgerissen. So, okay, nochmal, der ganze Spaß. Guck mal, geht jetzt da entlang. Und, nein! Wir schaffen das. Sie läuft weiter nicht. Ja! Ich schaff das. Ich kann ja nicht so schnell rennen. Ich sehe das schon, aber man rennt nicht schnell genug, damit man überlebt. Ah, ich habe keine Geduld. Ich muss direkt gewinnen. Okay. Das habe ich ja letzte Runde geschafft. Das heißt, die Nische müssen wir einmal rein. Dann warte ich hier. Ich warte hier. Ich warte und trete was. Bevor ich einen Hustenreizanfall bekomme. Oh. Fortfahren. Einmal Schleichwerbung, was ich trinke. Das Ding ist ja schon vorbeigezogen. Shit. Okay. Schlimm, hier ist noch eine Nische. Und ich glaube, dort hinten ist auch eine. Warte, ich nehme die hier. Guck mal, Musik aus. Musik an. Musik aus. Musik an. Okay, ich glaube, das Ding kommt jetzt. Dann gehe ich zurück. Und dann warten wir.
ziehen den Stream schön in die Länge. Ich muss auch schauen, ob ich echt 3 Stunden schaffe. Am Ende bin ich tot von meiner Stimme her. Kommt das Ding? Hä? Doch, hier. Hä? Das Ding kommt ja gar nicht. Das läuft hier nur im Kreis. Okay, hier ist noch eine Nische. Kommt er wieder? Jetzt kommt er wieder. Okay. Dann gehe ich hier rein. Oh Gott, das war knapp. Hey, ich ahne nicht, wie das Ding fliegt. Okay, gut, ich darf jetzt einfach durch. Einmal kurz hinlang. Hier was sehen, jetzt gut. Boah, bin ich erschrocken. Ich dachte gerade, da kommt gerade wieder was. Cool. Der Ton regt mich gerade ein bisschen auf, wenn man in die Nische geht. Okay. Hier dürften... Da passiert... Nein, das will mich nähern. Echt jetzt? Wie soll ich das machen? Oh, oh! Nein! Ey, ich bin zu blöd dafür. Ich bin zu blöd dafür. Gucken einfach mal, wo es anfängt. Also, da hinten hat sich was aufgetan. Das habe ich jetzt zu spät gesehen. So. Überall Gras. Okay, man läuft doch schon schnell. Ich bin einfach nur ein bisschen bescheuert gelaufen. Oh Gott, Nische. Oh, das war knapp. Das war knapp. Okay. Dann gibt es hier hinten vorne noch irgendwie... Der geht... Oh Gott, der kommt wieder. Er kommt wieder. Wir hören auf für heute. Ich mach Schluss. Ich mach Schluss. Und hier hat mich ein Level so hart fertig gemacht. Okay. So, ich mache jetzt auf sicher. Der geht auch richtig mies. Erstmal nach rechts. Und dann kommt er wieder. Okay. Soll er kommen. Soll er kommen. Kannst du mal ein bisschen... Ja. Bruder, probier du. Probier du. Das Ding rast auch schneller. Digga, der läuft schneller als alle Dead by Daylight Killer zusammen. Wenn die diesen Kürbis haben. Was soll ich machen? Wird ganz schön eng hier drin. Okay, so. Ah, die Blume. It's today. I know. I'm going to see her. Take care of the house while I'm gone. Did you get anything for James? It's his day too. I had to buy something for your mother. That's all I could afford. Klingt irgendwie danach, als wäre der Junge auch gestorben. Und eigentlich klang das danach, dass der Vater ein ziemlicher Mistkerl ist, deswegen wundere ich mich jetzt gerade, warum er so gechillt ist. Test. Ja, Test, Test. Achso, bist du nochmal reingegangen? Du hast eine andere Farbe auf jeden Fall. Also, du bist drin, ich sehe dich. Achso, ja, du bist auch auf lila. Lila ist die Farbe der sexuellen Unzufriedenheit. Bist du dir sicher, dass du lila sein möchtest? Oh, was war das? Was war das? Das war wahrscheinlich die Leiter, ne? Gut, verzichten wir drauf. So, ah, Tür. Oh, wir sind wieder drinne. Keine Feuersachen, die uns wieder vollballern. Das Leben ist gut. Gut, gut und nöcher. Ah, das ist so ein Filmband. Das ist ein Irrglaube. Nein, wir glauben nicht. Das ist die Wahrheit. Rot ist die Farbe des Glücks. Und rosa für die, wie sagt man, Selbstbewusstsein. Das ist die Wahrheit. Was? Ist er aufgespießt? Kein Problem, ich ramm dir was rein. Ich bring dich um, kein Ding.
job. Gib mir irgendwas. There's nothing left for us here. Das sieht aus wie du. Ciao, du Monster. Das passiert, wenn man halt 3 Jahre lang Homeoffice macht. Man nimmt ein bisschen zu, Mann. Lass mich. Okay, wir müssen ihn alleine lassen. Is it over? No, Mr. Hardy. It's only just beginning. Ich habe auch geschaut, das Spiel hat tatsächlich 10 Spielstunden ungefähr. So, okay, 9 bis 10, damit, womit wir ungefähr rechnen können. Hä? Als ob ich das immer übersehen habe. Are all bound up. My father's loss. The weakness, which I feel. Als ob ich das immer übersehen habe. Na geil. Gut. Wir haben tatsächlich hier sogar gar keinen Schlüssel. Wir wissen also nicht, wohin es geht. Wir gehen einfach mal in die Hütte rein und schauen, was uns die Pfeile auf dem Boden sagen. Wird schon irgendwas ergeben. Und hier ist auch kein Ladescreen mehr, wie immer. Und hier ist auch kein Item, hier ist gar nichts mehr. Die haben uns nichts mehr gegönnt. Breeze. Nice. So. Hallo? Ah, okay. Wir sind. Sieht aus wie ein Baumhaus. Kann die Tür auch von außen aufgehen? Okay. Es ist schön hell. Es ist richtig geil hell hier drin. Hätte ich nicht sagen dürfen. Überall wachsen Bäume, weil wir die gut wässern. Guck mal, warte. Hier. Extra. Warte. So, Wasser. Spülen. Wasser. Wasser. Okay. Badezimmer bringt schon mal nichts. So, was ist das denn? Was ist los? Mir wurde gesagt, dass du noch nicht am Set aufgetaucht bist. Es ist, als hättest du dich in Luft aufgelöst. Der Regisseur schien jedoch zufrieden. Warum auch immer. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich hoffe, es geht dir gut. Dein Freund und Agent. Stimmt, eine Sache habe ich tatsächlich gelesen auf Steam, dass wir irgendwie eigentlich, wir sollen irgendein Schauspieler sein, der auf dem Schiff ist. Ein Schauspieler. Lasse dein Herz bluten. Okay. Kann ich machen? Kein Thema. Das Ding hatten wir auch mal angeschaltet. Das hat sich ein bisschen verändert hier, ne? Ich muss ja mal ganz kurz husten. Es tut mir leid, dass ich das, aber es geht nicht an. So, aber wenigstens schon geschaltet, dass ihr das nicht mitbekommt. Achso, das ist... Das waren Textröhren, ne? Ein Moment, warte, wir hatten die 4 gefunden. Das ist die 4. Uns fehlt die 3, glaube ich. Oh. Okay. Typ, der das Kind interviewt. Vielleicht ist es ja auch das Kind. Am Ende, das ein Schauspieler geworden ist. Who knows? Who knows? Wofür sollte ich das jetzt reinschieben? Was bringt mir das jetzt? Ich schieb's nochmal raus. Ach so, ah, okay. Ah, okay, das sind die Kassetten, die wir. Also, Kassetten, die. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Die Fotos halt. Die wir uns ansehen können. Und wir brauchen diesen Kinosaal, um weitermachen zu können. Ich glaube, der ist hier. Ja, der war hier. Perfekt. Das sind dann die Ratten. Die haben wir gerade gefunden. Und das setzen wir einmal ein. So. Auf geht's. There shall be a vast shout, and then a vaster
silence. Ich habe mich einfach nicht entstummt. Sorry. wir sind jetzt aktuell beim Akt Breathe. Klingt nach Ratten. Im ersten Teil gab es auch schon Ratten und die fand ich eigentlich ganz gut. Den fand ich echt gut, den allerersten Teil. Aber ich kenne halt alles. Dementsprechend ist das leider nicht mehr so spannend für euch. Wir sind so nah dran. Ich kann es spüren. Es darf keine Zweifel geben, kein Zögern, nur unzerbrechlichen Willen. Das ist es, was wir haben. Das ist es, was wir sind. Endlich. Ich glaube, wir kommen auch niemals aus diesem Schiff-Szenario raus, weil er ist tatsächlich auf diesem Schiff der Hauptcharakter. Ich weiß aber nicht, wann das abgeht. Ganz schön groß hier. Hello? Sieht aus wie die Küche? Ja, ist die Küche. Ein bisschen schwummerig. Ich kann hier gar nichts öffnen. Schweinerei. Leitender Sicherheitsbeauftragter an die gesamte Crew. Achtung, blinde Passagiere an Bord. Zwei davon, die Kinder, höchstwahrscheinlich Kinder, wurden im unteren Deck in der Nähe des Frachtraums gesichtet. Hiermit fordere ich alle verfügbaren Crewmitglieder dazu auf, nach einem Jungen und einem Mädchen Ausschau zu halten, die unbeaufsichtigt auf dem Schiff herumwandern. Bei Sichtkontakt sofort fassen. Aber selbst wenn du auf dem Schiff zwei Kinder erwischt, was willst du machen? Kannst ja nicht über Bord werfen. Also die bleiben ja trotzdem auf dem Schiff. Wahrscheinlich stört es sie eher, dass sie die Nahrung von denen wegessen und die dann am Ende weniger haben. Aber ansonsten bringt das nichts. Es ist verschlossen. Ich konnte nichts öffnen, woher soll ich einen Schlüssel finden? Okay, es gab, glaube ich, hier links gab es nochmal einen Ort, den ich erkunden konnte. Aber ohne Schlüssel. Ohne Schlüssel, okay. Der ist auch verschlossen, ne? Ja. Als ob die Türen sich immer automatisch verriegeln und man nicht raus kann. Das ist gar nicht logisch. So. Dann lass mich erstmal ordentlich gucken. Eigentlich findet man die Sachen relativ easy, weil diesen Kreis, den erkennt man eigentlich aus der Ferne schon. Und trotzdem bin ich zu blöd dafür. War hier nicht die Tür? War hier nicht die Tür? Hä? Bin ich dumm? Die Tür ist auf. Okay. Todesverwirrt. Dann brauchen wir wenigstens keinen Schlüssel. Doch, für den Raum. Hä? Ich glaube, ich bin einfach... Ich check grad gar nichts. Okay, das check ich wenigstens. Afraid of death? Some people believe in nothing. And so they live for nothing. To live without belief is more terrible than dying. Okay, Kärtchen, kein Foto, das wir aufnehmen können. Funktioniert das jetzt? Boah, ich hasse euch. Ja, das funktioniert wieder. Die Tür ist jetzt auf. Nein, von hier aus kamen wir. SCP-Style-mäßig. Hier lag der Brief für die Kinder, glaube ich. Okay, ist es jetzt bunt? Wenigstens das? Verraten fürchte ich mich nicht. Das ist kein Thema. Da könnt ihr mehr davon geben. Captain, I found it. But it's empty. It's all gone. Steady yourself, Quartermaster. Return to the hideout. I'll keep searching on my own. I can help. I said go. Da war wahrscheinlich die Nahrung von denen drin. Oder irgendwas zu trinken, nehme ich an. Gucken wir mal. Solange es nicht schwarz-weiß ist, kann uns eigentlich nichts passieren, weil das ist ja die reale Welt, so außerhalb von den Kiddies. Hoffe ich jedenfalls. Und Treppen finde ich auch richtig übel. Das erinnert mich auch an SCP. Hallo.
Aber was ich mir jetzt anhört. Die there for her. Wie sie mich mal unterbricht. She was for you. Die Sache mit den Ratten erinnert mich an Plague Tales. Das wollte ich auch nochmal spielen. Das sah nämlich richtig gut aus. Guck mal, ein geiler Apfel. Hier liegt doch genug zu essen. Da kann man noch irgendwas davon snacken. Gefällt mir nicht, dass es flimmert. So, was haben wir hier? Okay, die nächste... Das ist nicht mal eine Filmdose. Das ist anscheinend ein Ton. Eine Tonaufnahme von etwas. Frag mich aber nicht, wie das heißt. Ich glaube, da ist gerade jemand runtergesprungen. Joa, Pech gehabt. Warte, ich kann ja ein bisschen rennen, ne? Dann beschleunigen wir das. Cool. Und ich kann trotzdem nach oben. Warte. Wenn ich. Geht das jetzt zu? Nein. Hä, ich gehe mal ganz kurz die Treppen jetzt hoch. Stopp, 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 stopp. Was soll das denn? Achso, okay. Ist versperrt, ist versperrt. Ist der richtige Weg. Ich habe immer die Hoffnung, dass das so ein bisschen entscheidungsfreudiger ist, dass wir da ein bisschen selber bestimmen können. Läuft. Und wir dann so mehrere Wege haben, die wir gehen können. So, aber anscheinend nicht. Ah, einmal ducken. Ich reiß schon. Das ist cool, das ist cool. Das mag ich gerne. Machst du jetzt was? Hallo? Oh. 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 Ich kann mich nicht verstecken. Tüte. Ich hab die Tüte schon. Ich sehe das immer zu spät, wenn irgendwas los ist. Aber ich hab's gesehen. Okay, beim nächsten Mal. Wir haben halt Glück, dass wir einfach 10 Jahre Zeit haben und auch immer wieder versuchen dürfen. So, diese Tür. Einmal auf und runter stellen. Wie die Puppen. Sind wir wieder richtig herum oder sind wir jetzt an der Decke? Ich glaube, wir sind an der Decke. Cool. In Ordnung. Das wird schwindelerregend. Aber guck mal, jetzt fühle ich mich ein bisschen größer, wenn ich mich ducke. die kann ich nicht aufmachen. Dann gehen wir hier rein. Verliere den Charakter, finde dich selbst. Finde den Charakter, verliere dich selbst. Soll ich aussuchen, was mir jetzt lieber ist, oder? Dann das. Warum sollte ich mein Selbst vergessen? Scheiß auf. Oh. Some parts are not to be played. War das die falsche Antwort? Some parts. Jetzt geht die Tür bestimmt. Achso, wir sind wieder richtig herum. Ach, nice. Ja, I see what you did there. Geil. Das ist hübsch. So eine richtig nette Lounge. Okay. Ein weiteres Foto. Klavier dürfen wir leider nicht spielen. Und das sieht sehr bedrohlich aus, diese Ecke. Ich darf hier nicht hin. Man darf nie irgendwo hin. Okay, cool. Nichts passiert. Schwarz-Weiß, das klingt für mich nicht gut. Schwarz-Weiß rein ich eh nie was. Hello! Der jagt mich nicht, ne? Der würde mich nicht jagen, oder? Doch, er jagt mich. Ich weiß aber nicht, wohin! Diesmal wusste ich wirklich nicht, wohin. Ich nehme an, geradeaus. Ich nehme an, bevor er aufsteht, geradeaus. Wir testen das einmal. Hallo? Einmal. Ich weiß nicht, was das sein soll. Stromschalter anschalten. Und dann verpissen wir uns nach rechts. So. Ja. Ja. Uncool. Richtig uncool. Aber so schnell kann er doch nicht sein, oder? Ich gehe erstmal hier entlang.
Das schien die richtige Antwort zu sein. Einmal zumachen? Bringt das was? Geschlossener Sarg. Ich habe ein Achievement bekommen. Schon mal etwas. Das Ding aus. Das hat immer bedrohliche Musik. Spiel doch mal irgendwas Schönes ab. Dann nicht. Gut. Wir gehen. Wir haben es geschafft. Ich habe keine Panik mehr vor Sachen, die mir hinterherlaufen. Ich habe heute, warum auch immer, habe ich von Slenderman geträumt. Und ich habe schon ganz lange nichts mehr mit Slenderman zu tun gehabt. Da hört auf, mal mit den gleichen Räumen. Ich mache nichts. Und das war ein echt verrückter Traum. Das war ein wilder Traum. Übler Shit. Gute Idee, da durchzulaufen. Don't do it. Don't do it. Was soll ich denn machen? Es gibt hier nur einen Weg. Und diesen Weg gehe ich. Nochmal. Oh. Oh. Ich könnte auch nach hinten gehen. Aber das bringt mir... Es ist verschlossen. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Immer noch rot, die Farbe des Glücks. Besser als lila. Kann ich... Okay, gut. Ich darf wieder. Dann spielen wir Musik ab. Soll ich ins Gemälde reingehen? Ja, ne? Hä? Toll, ich wollte gerade wie bei Mario 64 durchs Gemälde. Das ging die letzten Male. Länger am Hebel drehen? Ah, warte, da passiert was. Wie soll ich drehen und gleichzeitig sehen, was ich machen soll? Okay, einen Moment. Hier ist kein Ton. Und dann kann ich es aufdrehen, bis es rauscht. Dann lass mal einmal ganz kurz schauen. Wir haben es gleich, wir haben es gleich. Jetzt. Einmal überspannt, Ding kaputt gemacht, perfekt. Wir ziehen ab. Oh, die Tür ist da. Easy. Okay, ich wollte gerade die Tür zumachen, es ging nicht. Ich will nicht ins Schwarz-Weiß. Der jagt mich, ne? Jagst du mich? Nee, cool, der wollte mich in Ruhe lassen. Korrekter Kerl. Korrekt. Okay, wir können nur nach links. Das ist, glaube ich, exakt der gleiche Raum, nur halt ein bisschen verunstaltet. Das sieht hier so ein bisschen durchgängig aus. Aber ich glaube, das ist nichts. Und Smart Home aktiviert. Aus. Cheer up. Aus. Aus. Okay, so, warte, was gibt's hier überhaupt zu sehen? Sehr verwester Ort. Aus. Warum kann ich das ausschalten, wenn ich es nicht ausschalten soll? Das ergibt keinen Sinn für mich. Wir gehen auf den nächsten Raum. Das ist Farbe. Nichts weiter als Farbe. Hello? Okay. Du hast hier bestimmt ein Zettelchen, oder? Nein? Unnütz. Im ersten Teil gab es ja so viele Schränke, die ich durchgekloppt habe. Und da war einfach nie etwas. Nie. Da waren so viele Schubladen, die einfach nur leer standen. Das finde ich nicht so cool. Das finde ich unkorrekt. Soll ich den Stuhl wegkicken?
Ey, wie ich die Leute mal ermorden möchte. Why am I always the one? War das das Mädel oder war das der Junge? Why weren't you there? Ah, jetzt geht's, okay. Why didn't you protect me? Das ist das Mädchen, okay. Why did you let this monster? Ah! Useless! Worthless! I hate you! Hat sie sich gerade umgebracht? Ja, ne? Nehme ich sehr stark an. Ist das ein Monster? Achso, es sind Arme, die wollen Hände schütteln. Einmal ein Autogramm, einmal ein Foto. Der nicht. Der nicht. Das war im Kopf, oder? Cool. Danke fürs Zuknallen. Okay. Das sieht sorgfältig aus, aber ich glaube, da können wir nichts machen. Wir gehen einfach direkt weiter. Oh, ruhig dich hin. Der Einzige, der sich bewegt, aber nichts macht. Ich glaube, wir haben noch nie sonst einen Mannequin gesehen, der sich ständig bewegt. Wollt ihr alle getröstet werden? Oh. She's crazy. Okay, wenn der aufgeht, möchte ich nochmal ganz kurz in den anderen Raum. In den hier. Der verschlossen ist. Habe ich mir irgendwie gedacht. Aber ich wollte sicher gehen. Man weiß nie. Schauen wir mal. Ihr braucht keine Angst vor mir zu haben, meine Güte. Ich bin der schlimme Mensch anscheinend. Wenn ich wüsste, ich würde, ja, wenn du mir sagen könntest, wie ich die trete, kann man es gerne ausprobieren. Aber die kauern, die tun mir leid. Das möchte ich nicht machen. Hallo? Okay, ich kann da nicht durch. Der lässt mich nicht wegschauen, ne? This pain will pass. The scars will fade. Brauchst nicht weinen. Okay, jetzt muss ich tatsächlich irgendwas machen können. Aber was? Ich kann ranzoomen. Dir meine Hand reichen über die Cam. Okay, wir schauen mal vorsichtig. Wenn ich langsam gucke. Ah, okay. Nein. Hä? Warte, wenn ich ganz kurz. Das ging gerade ein bisschen weiter als vorhin. Dreh dich mal im Kreis 40 Mal. Du hast mich einmal dran bekommen. Wenn du einen Epilepsieanfall haben möchtest, kann ich das gerne machen. Eins. Zwei. Okay, es musste hier doch irgendwas zum Greifen geben. Ciao. Was hast du mit dem Drehen eigentlich? Was geht ab bei dir? Hallo? Hallo, Sir? Hallo, Ma'am? Oh, auch nicht. Ich möchte dir ja auch deinen Schmerz nehmen, aber du musst mir sagen, wie das geht. Ach, ah, okay. Smart. Nee, ich muss einfach nur nach hinten durch. Smart, smart. Und cool gemacht. Es sieht aus, als würde jemand hinter mir sein und selber einen epileptischen Anfall haben. Hab's geschafft. Ohne 40 Mal zu drehen. Wir sind free. Oh, ich habe Free nicht mal gerne geguckt. So. Schön hell. Ich mag es, wenn es hell ist. Aber dann weiß ich sowieso, dass wir da irgendwas abgeben. Dann ist es wieder schwarz-weiß. Nicht so cool. She's got her whole life ahead of her. Will it be years? Or just minutes? You're insane! I'm having a conversation you cannot hear.
Was sind das für Menschen? Das ist nicht der Vater, den wir vorhin gehört haben. Das ist irgendjemand anderes. Das ist irgendjemand anderes, der krank ist. Krank im Leben. Tschüss, schöne Blume. Hübsch. Okay. Wir sind im Theater angekommen. Heute spielen wir ein wundervolles Video ab. Achso, okay, gut, warte, dann lass uns mal gucken, was es gibt. Mehr. Cool. Gibt es irgendwas Auffälliges? Das ragt da so ein bisschen rein in die Sonne. Bringt mir das was? Nein, bringt es mir nicht. Dann drehe ich nochmal weiter. Hier ist nichts da. Hier, sieht auch sehr auffällig aus. Ich hatte recht. Aber was soll es sein? Okay. Licht. Ich nehme an, ich darf nicht in das rote Licht rein. Wäre sonst ein bisschen zu auffällig. Oder wir probieren es einmal ganz kurz aus. No risk, no fun. Wir probieren das einmal. Was passiert? Ein Leuchter, ja. Ja, ja, das habe ich auch erst später gesehen. Ist ja auch alles ein bisschen verzögert, ne? Ich glaube, hier war vorhin ein Schatten. Ich schau mal ganz kurz, wo das Ding hinleuchtet, weil irgendwo war ein Schatten. Ich glaube, das kam nicht von mir. Hier. Da. Cool. Why did you let this monster? Danke, Brian. Ich wollte ihn nicht umbringen. Ich wusste nicht, dass das... Boah, erstmal Herzen ausreißen. Das Mädchen ist voll aggressiv. Ach wirklich, S. Brian? Oder S. Brian? Wahrscheinlich S. Brian, oder? So ein Schlüssel. Kannst du den Chat gucken? Da schreibt gerade jemand anderes, deswegen. Wo soll ich die Schlüssel reintun? Hier rein? Einmal runter? Ja, die kleinste Tür der Welt. Hallo. Das war die schöne Blume, die ich gesehen habe. Und die Tür ist verschlossen. Okay. Oh, nice. Dann nehmen wir die Treppen. Oder die Leiter. Aber wer heißt S. Brian? das ist der Name von dem. Der Name vom anderen, der zuschaut. Oder wie meinst du das? Nein, kein Problem. Da schaut nur noch mal jemand zusätzlich zu und sie hat sich gerade gewundert. Alles gut. Warum pflücken wir jetzt Blumen? Einmal Blumen mitnehmen, komm. So. Dann. Hört auf, euch zu beefen in meinem Chat. Amaya macht immer Stress. Sie kommt und verprügelt Menschen. We were meant to live forever. Suspicious. Aber ich darf den Vorhang nicht aufmachen wahrscheinlich. Nee. Gut, dann... Doch, darf ich. Hello. Das war wahrscheinlich vor ungefähr 5 Minuten, als ich die Herzen ausgerissen habe von den anderen Leuten. Darf ich raus? Nein, darf ich nicht. I will be forever. Ich will raus. Ich nehme an, hinten ist wieder was los. Nein, gar nichts. Hier. I will be. Ciao.
Was sind wir hier bei Caesar oder was? I will! Sehr brutales Mädel. Ich darf nicht raus. Warte. Hier nicht, hier nicht. Darf ich alles nicht rausnehmen? Ah, achso. Wie kann ich eigentlich so offensichtliche Sachen nicht sehen? Richtig bescheuert, ey. Tschüss. Ich höre gar nichts. Finde ich nicht so cool. Ich werde voll weggetrieben. Achso. Ja, cool. Gehen wir da hin, ne? Lass dich gehen. Okay, ich glaube, das war tatsächlich sogar eine Entscheidung, die wir hätten treffen können. Ich hätte, glaube ich, auch entgegen des Sturms gehen dürfen. Ich möchte eigentlich nur ich selbst sein. Warum schickt ihr mich auf diese Erkundungstour? Oh, Schatz. Nice. Lily, please come back. I need you. Hello? My name is James. What's yours? Freundin lässt sich gerade mit den Ratten an. Ey, und ich hätte jetzt gedacht... The weight of this sad time. We must obey. Speak what we feel, not what we ought to say. Ich hätte jetzt gedacht, der Junge ist gestorben, weil dieses kleine Mädchen noch zu dem Vater meinte, hast du nicht auch für meinen Bruder ein Geschenk geholt? Oder doch für die Mutter zur Beerdigung irgendwas gebracht hatte. Jetzt ist das Mädel. Ist das Mädel tot? Hat das Mädel jemanden umgebracht? Sehr verkorkste Familie. That's a funny name. Can you help me find my sister? Ciao. Der hat einen Fantasiefreund. Ey, gib das Kind weg. Kinder, die mit Fantasiefreunden sind ganz, ganz gruselig. Okay. Ich brauche safe jetzt deine, schrägstrich eure Hilfe. Es ist wieder ein Code da. Und den Code werde ich nicht finden. So wie ich nie was im Leben gefunden habe. Oh, einen Moment. Vielleicht finde ich es doch. Gib mir einen Moment. Ich weiß nicht, ob du von Layers of Fear an sich mal gehört hast. Der erste Teil hat aber nichts mit jedem Teil zu tun. Ich bin auch ganz offen, ich habe selber, das Licht dürfen wir wahrscheinlich nicht berühren, ich habe selber vom Inhalt des Spiels, wissen wir noch gar nicht so viel. Wir haben gerade eine Story von zwei Kindern, die an sich gerne einfach nur Fantasiespiele spielen, aber zwischendurch passieren also ganz, ganz komische Sachen, die man sieht. Beispielsweise, dass sie an Hunger auf einmal plagen, gar nicht wissen, was sie machen. Die sind anscheinend auf dem Schiff, aber ne, Passagiere, die da nicht willkommen sind, halt entsprechend, laufen dann weg, verstecken sich dort. Und wir müssen erstmal herausfinden, um was es an sich geht. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, bist du ein Schauspieler, der auf diesem Schiff ist und sich da eigentlich auf ein Stück vorbereitet. Und das eskaliert ja alles so ein bisschen. Mission erkunden. Ganz ehrlich, du gehst in das Schiff rein und erkundest eigentlich gefühlt jeden einzelnen Raum. Was ich hier aber mache, kein Plan. Gejagt werden, sterben, was zum 10. Mal schon passiert ist. Aber es ist halt ein ganz, ganz nettes Horrorspiel so eigentlich. Schöne kleine Jumpscares, ein paar Rätsel gibt es hier. Das kann ich halt eigentlich ganz gut empfehlen. Und vom ersten Teil war ich sehr begeistert. In a sea of thirst, I was feasting, but
never full. You, my teeth are yours to bear. Ich will deine Zähne nicht. Und bin ich jetzt falsch gegangen, weil ich den Code nicht gefunden habe und einfach weitergelatscht bin? Findest, das können wir, ja, ne? Kann auch ein bisschen komplizierter sein. Asian Level. Dann möchte ich ein Resümee, ein Essay darüber hören, was hier alles so abgeht. Zelda war nicht kompliziert. Zelda war geil. Boah, wenn du was siehst, wäre Bombe. Für jeden Tipp bin ich dankbar. I'm scared something happened to her. I didn't mean to. She told me to go back. Okay, die haben sich getrennt. Stop it. It's not true. Der Junge halluziniert, redet mit einem Fantasiefreund und der sagt ihm gerade, dass seine Schwester gestorben ist wahrscheinlich. Hallo? Wieso sollten Türen so aufgehen? Wieso? Aber es gab noch einen anderen Ort. Ich möchte den mir ganz kurz mal ansehen, bevor ich weggehe. Ist nichts. Ja, zu, auf, zu, auf. Okay. Ich glaube, hier ist tatsächlich nichts Interessantes. Wir können halt nur die Schatulle schließen, warum auch immer. Ne, dann gehen wir jetzt tatsächlich einmal in den nächsten Raum. Und immer schließen. Autsch. Schließen. Boop. Ja, kein Thema. Das Spiel hat generell auch eine Verzögerung. Und durch die Verzögerung schreibt ihr wahrscheinlich eh bis zu 40 Sekunden später. Ist aber nicht schlimm. Ich stecke manchmal länger als 40 Sekunden in einer Sequenz fest und dann nehme ich, wie gesagt, jeden Tipp gerne an. Amaya wollte gerne wissen, woher dein Name überhaupt kommt. Ja, doch, das bringt viel. Ich bin ein Jockel, als ob ich, als ob ich so schnell herausfinde, um was es geht. Letztens hast du mir doch auch geholfen. Das hat gut funktioniert. Das hat gut funktioniert. Ich war sehr dankbar. Okay. Es muss was mit den Fernsehern zu tun haben. Der sagt ja, wir brauchen den Arm und den Kopf. Okay, easy. Bein, Arm, Arm, Kopf. Und hier brauchen wir den linken Arm. Weil ich gegoogelt habe. Nein, aber auch den Code zum Beispiel. Kannst du dich noch an den Code erinnern, der oben auf dem Dach war? Das hat mir auch geholfen. Und ansonsten ist es ja immer ein bisschen witziger, wenn man zusammen rätseln kann. Stripped of all my riches, I sailed the sea of nothingness. My debt to you, I will repay. Here is my pound of flesh. Hör auf, dich zu zerstückeln. Ich will gar nicht deine Körperteile haben. Ey, und wir lassen anscheinend die ganzen Ratten frei. Bei Saturn kam ein Typ und hat dir den Namen gegeben. So ein bisschen wie Technik. Aber ist doch cool, ist doch cool. So einen eigenständigen Alias zu haben. So. Wir sind in meinem schicken Bad. Nicht das, was man vorhin gesehen hat auf dem Schiff. Kann ich da wieder zurück? Ich könnte. Ich könnte, möchte aber nicht. Hallo! Ah, Ratte freilassen. Wallowing. Doch, noch nicht. In a sea of shame. I was never one to serve. But for you, I swallow my pride. Ganz komischer Opa. Okay, da dürfen wir nichts mehr machen. Ich hatte jetzt eigentlich gehofft, die Tür muss doch aufgehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie einfach verschlossen bleibt. Wir haben die Ratte freigelassen. Das darf ich nicht lesen. Ich meine, ich kann auch zurückgehen, das ist ja kein Thema. Aber ich hätte jetzt gehofft, wenn da eine Tür ist, dass ich eigentlich auch durch die Tür gehen kann. Aber dann nicht. Dann suchen wir weiter.
Von der Seite aus kam ich bereits. Das war die Schatulle, die ich aufgemacht habe. Die konnte man auch aufmachen. Und das draußen ist ein Wrack. Da kann ich leider nicht entlang. So. Ich muss doch irgendwas mitnehmen können. Wenn nicht hier, dann tatsächlich sterben die Ratten gerade, die ich freigelassen habe. Ciao. Dann hätte ich die nie freigelassen, hätte ich das gewusst. Okay, hier ist noch ein Ort. Perfekt. Ich laufe hier rum und bringe meine Kinder um und lasse Ratten frei, die dann im Flur sterben. Oh, fortfahren. Left adrift in a sea of lethargy. My hands, the devil's playthings. Put them to some use. Ich gebe mir Mühe mit den Sachen, die du mir gibst. Aber wir haben nie was erhalten. Ey, nice. Wir haben es geschafft. Dann gehen wir mal raus. Das sieht wieder wie sowas aus, wo ich gejagt werden kann. Die Tür ist auf und ich kann sowieso nirgendwo anders hin. Okay. Easy. Oh, das, ja, das ist auch ein bisschen Bordell perversmäßig. Mach's einfach wieder zu und alles ist okay. Woher weißt du überhaupt, wie ein Bordell aussieht? Schäm dich. Shame on you. Tut mir leid, wenn ich jetzt gar nicht... Ich bin gerade irgendwie nicht in Erschreckmodus. Ich bin jetzt auch nicht super einfach zu erschrecken, aber ich kann schon zwischendurch mal Angst bekommen. Aber irgendwie heute tough. Das liegt an der Erkältung. Warte. Nein. Es kann nicht sein, dass ich jetzt wieder zurückgehen muss. Irgendwas habe ich verpasst. Irgendwas habe ich nicht richtig gesehen. Du hast mich doch besucht. Ciao. Sie liegt meine Arbeitsstelle. Du Monster. Wir sind Arbeitskollegen. Du weißt Bescheid, ne? Du weißt Bescheid. Guck mal, jetzt bin ich wieder hier. Uff. Ich sehe es jetzt schon kommen, dass ich mich verirre und keinen Plan mehr habe, wo wir hin müssen. Okay, gut. Ich glaube, das ist eine ganz falsche Stelle. Dementsprechend gehen wir... Wo war gerade das Treppenhaus? Wo war das Treppenhaus? Warte, ich glaube nicht hier, sondern hier irgendwo. Und dann rechts? Nee, hier waren die Schätze. Verdammt! Hier. Okay. Ich glaube, hier müssen wir auch irgendwo entlang. Das ist viel zu auffällig. Das ist ein ganz anderes Szenario als oben. Das heißt, eigentlich müssten wir hier oben was machen. Das ist wieder dieser perverse Raum. Aber vielleicht gibt es hier was. Ein Durchgang. Kann ich irgendwie helfen? Kann ich irgendwas einsammeln, außer Ratten freilassen? Echt? Die wollen jetzt wirklich, dass ich wieder hochgehe. Okay. Ich meine, ich habe jetzt zum zweiten Mal geguckt. Das kann es nicht sein. Das kann ich nicht betätigen. Dann gehe ich hoch. Dann gucken wir mal. Hier war ich auch schon drin. Genau, da habe ich auch die Ratte schon freigelassen. Da wollte ich mir seinen Stolz geben. Ich halte mich jetzt einfach immer links. Wie bei so einem Labyrinth. Erstmal links halten. Hier sind Truhen. So, hier konnte ich nicht entlang. Dann einmal hier entlang, hier durch. Das ist das komische Schlafzimmer, wo die verschlossene Tür ist. Dann nochmal links entlang. Das ist zugesperrt. Achso, nee, von dort oben kommen wir. Da sind wir runtergekommen. Gut, haben wir das auch.
die Truhe. In der Truhe ist, glaube ich, eigentlich nur ein Schatz drin gewesen. Ich weiß, wo längst, glaube ich. Hast du die schon aufgemacht? Ja, in der Truhe war eigentlich, glaube ich, nur Kohle drin. Ist Brian? S. Brian? Wenn du es weißt, sehr gerne. Oder wenn du glaubst, es zu wissen. Hier in der Truhe war nur Gold drin. Aber das dürfen wir nicht aufheben. Und hier genauso wenig. Da können wir die nur zumachen. 80 mal rechts drehen. Ey, veräppelt ihr mich jetzt beide? Ist das euer Ernst? Oh Mann. Nicht cool. Ich drehe mich gleich wirklich 80 mal nach rechts. Und dann müsst ihr das aushalten. Das wisst ihr schon, ne? Nicht überleg, es gibt nur einen Raum, wo da eine verschlossene Tür ist. Und das ist das mit diesem einen komischen Badezimmer, aus dem wir rauskriechen können. Und der Rest passt für mich nicht. Da sind die Truhen. Ah, achso, das ist die große Truhe. Verdammt. Irgendwie muss ich da doch... Das ist der einzige Raum, wo noch was übrig ist. Hier. Und er will nicht. Er möchte nicht. Den Teddybären durfte ich auch nicht mitnehmen. Wenn es jetzt gleich wieder ein Bug ist, drehe ich auch durch. Dass wir letztes Mal so lange stecken geblieben sind wegen Bug, ey. Okay, hier gibt es auch noch nichts zu machen. Wenn ich so recht überlege. So, hier haben wir auch nie was gemacht. Oh. You're right. It is my fault. Yes, I can still save her. She can live on forever. Show me the way. I'll do what needs to be done. I'm the captain now. Eigeninitiative. Oh, cool. Okay, gefunden. Nee, leider nicht. Man kann tatsächlich immer nur mit den Objekten interagieren, wo man Kreis vorher sieht. Und wo beim Kreis eben dann die Hand ist. Reingeguckt. Lead us, O Captain. We will follow you across the seven seas. Das hier zum Beispiel. Damit könnte man interagieren. Und bücken kann ich mich halt. Also die einzigen Sachen. Das sehr gefährlich, das einfach loszuschießen. Oh, bitte nicht jagen. Ich glaube, ich habe die einfach nur verscheucht. Mit meiner Kanone. Kann ich das nochmal machen? Nein, leider nicht. Okay. Schade. Keine Muni mehr. Nicht angreifen. Nicht angreifen. Uns können auch zwischendurch Sachen jagen. Und auf die habe ich gerade ein bisschen Panik. Nein. Bist du? Nein. Wie oft bin ich heute schon gestorben? 10 Mal? Ich glaube 10 Mal oder so. Okay, das waren tatsächlich Dinger, die uns jagen. Gut. Gut, gut, gut. Ich bin am Überlegen, ob ich mir die Kanone hätte aufsparen müssen. Aber ich glaube, so weit denken die gar nicht. Die Kanone war schon ausschlaggebend, um das zu triggern. Lead us, O Captain. Das war's eigentlich. We will follow you across the seven seas. Stream ist doch mit Sabin, Mann. Man muss Multitasking halt. Multitasking. Ich habe halt nur nicht damit gerechnet, dass die mich jagen. Die sehen so verzweifelt aus. Ach, guck mal, okay, gut. Wenn ich schnell gehe, ist das eigentlich kein Thema. Spaß. Du sagst immer Spaß, aber im Endeffekt meinst du es gar nicht so. Das sind alles wahre Worte, die du sagst. Okay. Kanonen, schnell abfeuern und dann weiter. Gut, ich glaube, die Kanone ist einfach dazu da, damit wir den Weg ungefähr sehen. Sie hat recht. Sag mal, habt ihr euch gegenseitig verbündet? Ist das dein Bruder? Ist das dein Bruder? Ich gebe schon mein Bestes. Nein, wir sind schon vorangekommen. Ach so. Ciao. Okay, sorry. Ich hab nie Leute, die zu mir halten. Alle sind immer gegen mich. Rein praktisch sind alle direkt gegen mich. Ich muss mich immer verteidigen. So direkt verpissen. Ich will nicht nochmal sterben. Ich hab recht, hat er gesagt. Ich hab recht. Gib dir das. Oh, guck mal. Süße Maus.
du, ja, wir haben die Sequenz geschafft. Zum Ende von jedem Akt brauchen wir immer so eine Filmrolle. Und mit dieser Filmrolle spielen wir halt dann quasi das nächste Kapitel ab. Das heißt, wir haben die Wunde hinbekommen. Sehr gut. Haben wir es hinbekommen? Warum bin ich doch im Schwarz-Weiß-Film? Oh, bitte tut mir das sicher an. Here we are again. You almost had it. She lied to me. Ihr kennt Leia Sophia nicht, ne? Aber beim Leia Sophia hattest du She im lied ersten to Teil. Me. Hattest du im ersten Teil She einen lied Maler. To me. Und dieses Bild wurde She gemalt. Lied to me. Ich hab's verstanden, es hat dich angelogen. She lied to me. So ein bisschen wie ein Easter Egg. So. Okay, sie hat sich umgebracht. Sie hat sich umgebracht. Ey, die sieht aus wie Ellie. Ellie aus The Last of Us. Ein bisschen. Jüngere Version von ihr. Ey, du hast Glück, dass beim Chat, ne, dass dieser Chat nicht eingeblendet wird, wenn ich das Video hochlade auf YouTube. This way. Als ob das irgendjemand sieht, aber wenn. Ciao. Du weißt ganz genau, wer kommen wird. Du weißt das ganz genau. Das gibt Ärger. Okay, jetzt haben wir aber die Gewissheit, die Schwester hat sich tatsächlich umgebracht. Warum auch immer. Sie hat ihren Bruder alleine gelassen und umgebracht. Doch, also ich lade das Video zwar hoch, aber der Chat ist nicht ersichtbar. Weil wenn ich das machen würde, würdet ihr auch jetzt schon beim Stream den Chat sehen. Wieso halte ich dich zurück? Weil du gebannt werden könntest. Also nicht von mir, ich würde dich nicht bannen. Du kannst schreiben, was du willst. Freie Auswahl. Aber greift euch gegenseitig bitte nicht an. Ansonsten, free to go. What if something bad happens? What if I can't find you? Shh. Listen to my voice. Hold it deep inside. And I will always be there for you. Forever. Warum sagt er das? Die Schwester ist doch tot. Sie ist tot. Er dürfte gar nicht mehr mit ihr reden. Abgeschlossen. Geil. Oh. Ich bin immer todesverwirrt, weil auf einmal sich irgendwelche Gänge auftun, die ich vorher nicht gesehen habe. Okay. You got it wrong. Wir haben verhauen. Wer scheint dir unsympathisch zu sein? Amalia? Nein, sie ist die korrekteste und sympathischste Person, glaub mir. Muss sie nur kennenlernen. Auf Orden. Oh ja, wir haben es geschafft. Perfekt, wir sind wieder in der Lobby angekommen. Gut, dadurch, dass du das jetzt eingeschaltet hast, sieht das komisch aus, aber die Lobby sah noch sehr normal aus, wie auf dem Schiff normalerweise, wie man eine Suite eben anmieten kann. Und man kann halt zwischendurch immer Filmrollen finden. Wir brauchen die 5, die hatten wir vorhin gefunden. Dann können wir Tonspuren abspielen. Ich glaube, er meinte dich gar nicht mal. Ich glaube, er meinte... Ja, wir kennen uns. Die sind ja alle ganz suspekt und ganz gruselig. Wir streamen zwischendurch immer mal gemeinsam. Warum ist das Taktgerät jetzt hier? Das stand immer links. Das ist ein Zeitungsartikel. RMS Odyssey. Eine mythenumwobene Tragödie. Britisches Kreuzfahrtschiff geht unter. Hälfte der Passagiere verschollen. Nautische Experten und Laien sind gleichermaßen schockiert darüber, dass das hochmoderne Kreuzfahrtschiff in den frühen Morgenstunden auf den Boden des Atlantiks gesunken ist. Die Jungfernfahrt wurde gleichzeitig zu seiner letzten Reise. Die Tragödie ereignete sich in der 5. Nacht der Überfahrt, als ein Feuer in einer der Maschinenräume ausbrach.
Trotz der Bemühungen seitens der Crew breiteten sich die Flammen über die unteren Decks aus und verursachten eine gewaltige Explosion im Heizraum, die den gesamten Rumpf durchbrach. Während die genauere Zahl der Todesopfer noch nicht bekannt ist, gehen die letzten Schätzungen davon aus, dass ungefähr die Hälfte der über 1000 Passagiere und Crewmitglieder dem Feuer zum Opfer gefallen oder in den kalten Meerestiefen verschollen sind. Ciao. Okay. Muss die Kinder auch definitiv betroffen haben. Amalia klingt auch sehr männlich, sehr, sehr männlich, ja, ja. Oh, warte, den Text habe ich gelesen. Also immer noch Charakter. Das werde nicht ich sein, wenn du mich wieder siehst. Boah, macht so ein creepy Shit nicht. Ich rede auch nicht sehr ladylike. Wir haben uns gegenseitig dazu angesteckt. Okay. Oh, bringt das was? Ich habe gar nicht mehr da durchgeguckt, die letzten Kapitel. Aber das hat eigentlich nie was gebracht. Oh doch, guck mal, hier ist das. In so einem Schiffsteile, Minischiff, Käfig. Aber ansonsten nichts. Okay, ich gehe wieder in den Filmraum, dass wir das nächste Kapitel einmal starten können. Ranstecken und auf geht's. Forever. An endless sea. Stretching into eternity. Restless. Roaring. Terrifying. For years he has learned to hide. To flow with the tide, to pretend, to be one with the void. But now that a flame has been lit, he knows there is no other way. Too soon to let go, too late to turn back. The eyes of eternity are once again upon him. He stares back. So, zum nächsten Kapitel, Forever. War das überhaupt ein Kapitelname? Normalerweise steht im Akt drin. Puh, gut, dann gehen wir raus. Was ist eigentlich in den Chat los? Ja, Schinken ist Schwein. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Ich kenne es auch, wenn Fleisch richtig stark nach Tod schmeckt. Das klingt richtig merkwürdig, aber wenn Fleisch einfach so richtig ungenießbar schmeckt. Das kenne ich und ich weiß auch nicht, inwiefern, was man machen muss, damit es so schmeckt, aber das tut es einfach mal. Und das Fleisch war nicht schlecht, nicht vergammelt oder so. Dieser Ort fühlt sich so vertraut an, als ob ich bereits hier gewesen wäre. Und doch kann ich meinen Weg nicht finden. Es muss einen Weg geben. Hast du schon mal Druck gegessen? Nein! Aber du verstehst, was ich meine, oder? Also wenn so Fleisch richtig ungenießbar schmeckt, wo man weiß, boah, das die hat gelitten und... Weiß ich nicht, ich kann es nicht erklären. Ich kann es nicht erklären. Instead, you broke yourself. Süßes der Süßen? Ah, er hat uns als süß bezeichnet. Oh Gott, Bitteres für die Bitteren. Süß, 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 süß. Bitteres für die Bitteren. Ach komm. Bitteres für die Bitteren. Ah, ihr Gemeinen. Okay. Gut, wir haben alle Spiegel kaputt gemacht. 1000 Jahre Pech bekommen. Jetzt können wir durch. Was schmeckt die Erinnerung vom Tier? Ciao. Ich habe da auch ganz üble Sachen früher gehört von Markus. Von Markus. Kann ich mal später erzählen. It is a monument to your weakness. A portrait of your indecision. The wreckage of what never truly was. It is
broken, hollow. Just like you. Ja, der Markus. Zu deiner Frage. So. Ziel ist es ja eh immer, erstmal rauszukommen. Solange eine Tür auf ist, nehmen wir die Tür und gehen einfach fix raus. You tried so hard to bring me back. You called out to me from the void. But something else answered. Okay, also wir sind... Ciao. Ganz üble Sequenz. Also wir sind jetzt dabei, dass der kleine Junge gerne eigentlich seine Schwester wiederholen möchte. Was ja eigentlich nicht geht. Unmöglich. Fahrstuhl. Der aus ist. Na klar. Hallo. Das ist nicht ein normales Plakat, das wir aufhängen können. Das ist irgendwas anderes. Aber der Fahrstuhl scheint wieder zu gehen. Und den nehmen wir dann einfach mal. Oh, natürlich bücken. Wäre ja auch ein Luxus gewesen, wenn nicht. Hier ist der Hebel. Darf ich nicht? Achso. Dann L zumachen und dann den Hebel ein bisschen nehmen. Sorry. Was ist das für ein Fahrstuhl? Der so fährt. nee, das ist jemand, den wir aus dem privaten Umfeld kennen. Ja. Ich bin Controller-Spieler. Ich kann nicht am PC. Meine Hände verkrampfen dann immer sehr, sehr stark. Also wenn es nicht anders geht, spiele ich auch am PC, also mit Tastatur und Maus. Aber wenn das Spiel es mir erlaubt, mit Controller zu spielen, dann hole ich immer den Controller raus. Und dann auch ja den guten PlayStation-Controller, obwohl das die Xbox-Anzeigen sind, die Tasten hierfür. Oh, Ich will mich nicht zu Ende machen lassen, warte. Schade. Hatte gehofft, dass ich vielleicht ein Achievement oder so dafür bekomme. Soll ich wieder Fahrstufe? Also ich habe sowohl PlayStation 4 als auch PlayStation 5, aber ich spiele gerade mit einem PlayStation 4 Controller, weil ich gar nicht weiß, ob es mit einem PlayStation 5er geht. Ich habe es nicht ausprobiert. Mit einem PlayStation 3 ging das auch, aber war ein bisschen schwieriger. Da muss man extra was installieren. Hatte ich auch mal gemacht, aber mit Umzug und so habe ich das alles wieder deinstalliert. Und mit PlayStation 4 braucht man das eigentlich nur anstecken. Also wenn ihr Steam habt, dann könnt ihr sehen, ob das über den Controller überhaupt möglich ist. Und wenn ihr den dann ansteckt an eurem PC, dann registriert ihr das auch sofort, instant. Das müsste eigentlich auch mit einem PlayStation 5er gehen. Aber ich habe es noch nicht getestet bislang. Ich habe ein GameStop zu Hause. Ja, ich habe alles. Deswegen, Sonntag geht's ab. Ich sag dir, wir testen alles, was geht. Alle Spiele. Wie lange ist es her? Ich kann mich nicht erinnern. Die Erinnerungen verschwimmen. Ich verliere die Kontrolle, werde immer dünner, während es immer weiter wächst. Es lässt mich nicht los. Viel zu große Erwachsenenschrift, als dass es ein Kind geschrieben hat. Kann sein, dass es der Schauspieler ist, den wir jetzt hier drin haben. Und das ist die Explosion wahrscheinlich, die über den Zeitungsartikel genannt worden ist. Darf ich da mal durch? Sehr unlogisch, aber es geht. Oh, das, oh ja, es gab so ein Spiel, das heißt Total Reliable Delivery Service. Das hatten wir gespielt. Hallo, freut mich. auf der PlayStation. Und das war tatsächlich richtig witzig. Ein bisschen schwierig zu steuern, ähnlich wie so Human Fall Flat und so. Poor, weak, pathetic little Jimmy. Always the victim. Always the burden. Oh, sie hat mich... Nein! Oh Gott! Oh, wir haben es geschafft! Oh mein Gott! Ja, einmal den Tod entrinnt. Oh ja, eine PlayStation 5. Respekt, wie viel hast du dafür ausgegeben? Die sind aktuell richtig teuer und die werden auch für eine lange Zeit immer noch für teuer auch verkauft. Und ja, man muss entweder richtig fix sein oder man muss einfach Glück haben.
Ah, ist auf dem Weg. Okay. Cool. Aber wirst nicht enttäuscht sein, muss ich sagen. Echt. Also die Ladezeiten sind da gehen null. Und die Qualität ist da schon auch echt geil. Aber man muss halt auch abwägen, ob man noch viele PlayStation 5 Spiele hat, die sich lohnen zu spielen dann, ne? Bevor man sich das holt. Forever is a very long time. Sometimes it's better not to be. Gone away completely. There's no place for me here. Only you. Whoever that is. I hope you'll be brave this time. I don't think I can. I cannot. You. You cannot help me. Oh, ciao. Ich dachte, da kommt jetzt gerade irgendwas. Okay, fortfahren. Ich bin gerade an den Stecker und immer wenn ich den Stecker rausziehe, dann geht er gerade ein bisschen ab. Erstmal, 700 Euro für zwei Spiele ist Bombe. Wir haben 650 ausgegeben. Ohne Spiel, aber für zwei Controller. Also der Preis ist tatsächlich noch akzeptabel, wenn man so auf Kaufland oder Real oder ein Rewe, wo man so Privatkäufe sehen kann, schaut, dann verkaufen die das für mehrere tausend Euro. Also ich glaube, dann bist du ganz gut sogar davon weggekommen. Und ich vermute, dass der kleine Junge, um zurück zur Story zu kommen, dass er das Erdschiff explodieren lassen hat. Er hat einfach Feuer angezündet. Ciao. Let go of the stolen fire to reignite the true flame. But now the spark, it is almost gone. It is lost, hopeless, just like you. Ja, der redet ihn gerade ein, dass er die Flammen legen sollte dafür. A life that was never yours. Dreams you had no right to dream. Too scared to be yourself. Too weak to be anyone else. Habe ich jemals erzählt, dass ich Thalassophobie habe? Angst vor tiefen Gewässern. Das geht sogar noch einigermaßen, aber ein bisschen Panik habe ich da schon. Ich weiß nicht, was das war. Kommt das dann nochmal, wenn ich da jetzt lang gehe? Nein, okay, schade. Ich dachte. Hallo! Zwillinge, nicht cool. Das klingt wie was, das mich jagt. Okay. Hab schon verstanden. Ja, es jagt mich. Okay. Nicht cool, nicht cool, nicht cool. Nicht cool, nicht cool. Ich mag das nicht. Okay, wir haben es geschafft. Ey, das ist immer so was Kurzes, aber ich kriege immer Panik, wenn mir irgendwas hinterherläuft. Gut, was gibt's hier? Kinderzeichnungen? Kinderzeichnungen? Boxen? 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 Warum sehe ich Leute, die sich boxen? Oh. Ah, okay. War Gewalt. Ich habe keinen Plan, was ich gemacht habe. Okay, wir sind wieder beim Theater. Das ist gespiegelt, ne? Nee, ist es nicht. Lauf. Okay, das war jetzt tatsächlich verzögert. Das Lauf. Aber gut zu wissen, wie groß die Verzögerung hier tatsächlich ist. Wir haben es geschafft. Oh, es sind die Ärmchen. Es sind wieder die Ärmchen. Hallo, hallo. Bisschen spät. Ja, ich glaube, dann ist das für euch wahrscheinlich unterschiedlich verzögert, ne? Klingt irgendwie danach. Den habe ich gerade den Namen gebrochen. Nice. Wir können durch. Alles ignorieren, einfach weiter. Hast du den gerade umgebracht? Hast du den gerade umgebracht? Er hat gar keine Pistole in der Hand. Okay. So. Ich glaube, 40 Sekunden, ja. Ich glaube, deine Verzögerungen sind tatsächlich 40 Sekunden. Aber ich glaube, für Amalia... Bring ihn nicht um, hör auf damit! Er ist weg. Und er ist tot. Okay. Ich glaube, für Amalia ist es tatsächlich gar keine so große Verzögerung, ne? Ich glaube, du hast echt
relativ sekundennah. Kommt mir jedenfalls so vor. Ja, wir haben gar keine Filmtitel mehr. Jetzt kommen dann noch komische Geräusche. Ey, ist das der Raum, wo ich letztens stecken geblieben bin? Aber halt nur in vermoost? Hallo? Habe ich mich jetzt eingeschlossen? Ja, okay, habe ich tatsächlich. Okay. Ich lese es jetzt. Sag mal, wenn du das hier liest. Jetzt. Vor 15, also ein paar Sekunden auf jeden Fall. Oh, ey, nicht cool. Nicht zumachen. Ich will rein. Oh, einen Moment. Da kam mir was. 5 Sekunden ist legitim, das ist okay. 40 Sekunden hatte schon ein anderer Mal. Deswegen, das ärgert mich auch da ein bisschen, dass das so lange dauert. Einen Moment, ich höre mal direkt auf, wenn es sich gleich zu blau dreht. Es bringt nichts. Warte. Der möchte irgendwie nicht, ne? Ne, okay. Ich ignoriere das erst. Ich muss das machen, ne? Nein! Okay, dann Rätseltime. Rätseltime. Wie oft muss ich drehen? Ihr mögt doch drehen. Wie oft muss ich drehen, um diese Tür aufzubekommen? Ja, da ist was Blaues. Aber das Blaue dreht sich immer nur halb. Es dreht sich immer nur halb und dann dreht es sich direkt wieder zurück. Nach rechts? Ich soll nach rechts drehen. Guck mal, da kommt das Blaue, aber es geht direkt wieder zurück. Und ich kann auch nicht aufhören. Wenn ich vorher auf... Ciao. Was hast du gemacht? Wie geht das? Wie geht das? Hört auf mit euren 80 Mal. Übertreibt es nicht. Aber nee, warte. Es geht trotzdem nicht. Warte. Ein Moment. Also warte, die Tür ist oben verschlossen. Ich krieg sie nicht auf. Ich kann nur weiter drehen. Wenn ich jetzt drehe, was passiert jetzt? Ah, okay, das ist das... Oh mein Gott, jetzt muss ich erstmal checken, wie das geht. Nee, da ist kein Hebel. Der Hebel geht nicht. Aber... Muss ich vielleicht einfach nur oft genug drehen? Tatsächlich eure 80, 40 Mal? Warte, das kann doch nicht sein. Ich drehe mal kurz andersherum. Nein, nein. Tut mir leid, die Steuerung ist gerade ein bisschen komisch. Und sonst so? Ah, unten links ist... Ja. Ja, da sind überall noch welche. Der und wahrscheinlich auf... Nein! 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 Warum? Oh, warte. Warte, der ging, indem ich so gedreht habe. Ich drehe mal nochmal so. Da kommt... Okay, ich versuche doch nochmal beim Klick aufzuhören dann. Einen Moment. Nee, wenn ich beim Klick aufhöre, funktioniert es nicht. Dann die andere. Nope. Ich drehe nicht 80 Mal. Also ich muss wahrscheinlich jetzt gefühlt 80 Mal nochmal drehen. Ah, okay. Ich hab's. Okay. Guckt. Man dreht. Bis es sich so einigermaßen dreht und dann muss man... Nein. Verdammt. Ah, jetzt habe ich mich blamiert. Nee, aber ab einem bestimmten Punkt dreht er sich und dann rastet er ein. Und... Bin ich dumm? Warte, einen Moment. Sorry. Ich hab's kapiert. Ich hab 9 Stunden heute gearbeitet. Ich darf total behindert sein. Geld. An empty shell cannot live forever. Oh, bitte zumachen. Nein. Darf ich dein Herz haben? Darf ich anscheinend nicht. Nö, dann mach's wieder auf. Das war schön hell. Ich mach's wieder auf und dann gehe ich wieder raus. Weil hinten hat sich bestimmt irgendwas wieder verändert.
Oder? Nein, hat's nicht. Was möchtest du von mir? Ich möchte durch dieses Bild dadurch. Aber ich darf wahrscheinlich nicht. In den Thron darf ich auch nichts mitnehmen. Ich gehe mal kurz zurück. Aber das kann ich mir auch nicht vorstellen. Dass sie mich jetzt einfach zurückschicken. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Zack. Guck mal, es ist auch wieder geschlossen. Es fängt wieder an. Ich irre wieder umher und ich glaube sogar, das ist von dem Aufbau her fast der gleiche Ort wie letztens. Achso. Ich kann nicht leben. Es kann nur sein. Du kleiner Mistkerl. Wie der uns nochmal erschossen hat. Ist schon okay. Ich schließe die Tür. Dann kann er uns nicht mehr erschießen. Hat er gerade die Tür wieder aufgemacht? Nein, hat er nicht. Ey, das klang gerade danach. So. Es ist immer da. Ein Schritt hinter mir, über mir. Es zieht mich hinein. Meine Haut fällt ab. Ich verwandle mich. In was? Wie ihr euch immer korrigieren müsst. Aber guck mal, sympathisch gemacht. Sympathisch. Man kann sich unterhalten. Familie Ritter. How many lives have you buried just by merely existing? Existing, but never being. Wouldn't it be better if you just went away? Bilder, die man nicht kennt, ey. Oh, ihr wisst. Wasser. Da läuft kein Wasser durch. Weil wir wahrscheinlich im Wasser sind, ey. Jetzt sagt sie bestimmt nein, nur Sarkasmus. Warte. Nee, sagt sie nicht. Schade, hätte ich jetzt gedacht. Auf diesem Schiff waren wir auch schon mal bei den Fantasiespielen. Also die Orte kennen wir, die sind halt nur ein bisschen heruntergekommen. Jag mich jetzt, bitte nicht. Bitte nicht. Okay, tut er nicht. Doch, sie sind. Achso, ja. Das war wegen der Verzögerung, ne, du Kleine? Dann erklär mir mal, was der Unterschied zwischen Sarkasmus und Ironie ist, Amalia. Erklär mir den. Ich möchte mich gerne bilden lassen. Kann ich das Rad abdrehen? Ne, leider nicht. Okay. War ein Versuch wert. Huch. Jetzt leuchtet er nicht mehr. Ich hab's kaputt gemacht. Es ist alles dunkel geworden. Ich hätte es nicht machen sollen. Wieso kann ich nicht hin? Lass mich durch. Ich möchte aufs Schiff. Ich darf nicht aufs Schiff. Okay. Hochgehen kann ich auch nicht. Oh, ciao, sie macht einen Aufsatz. Okay. Ironie bezeichnet die Aussage, die als Gegenteil des tatsächlichen Gemeinten formuliert werden. Dies kann... Ey, Semikolon, du hast das kopiert aus dem Internet. Lass wetten, du hast das kopiert aus dem Internet. Dies kann zum Schutz des Sprechers verhüllend sein oder die Aussage verstärken. Sarkasmus ist bitterer, beißender Spott, unabhängig davon, wie das Gemeinte ausgedrückt wird, ob direkt. Es war... Also eben Ironie. Ah. Ach so, okay. Ich wollte schon sagen, so schreibst du nicht. Ich erkenne deinen Schreibstil. Ja, klar, du siehst gebildet aus. Du musst sowas wissen. So. Da kann ich nicht. Dann kann ich ja nur am Reifen drehen. Am Reifen, sage ich schon, am Rad. Klar. Alles ehrlich gemeint. Noch Familie Ritter. Nee, nicht du bist Familie Ritter. Der Satz, sympathisch, man kann sich unterhalten, kommt von der Mutter da, von Familie Ritter. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Oder nicht?
Nein, ich drehe nicht 80 Mal. Hör auf, Mann. Ich will nicht, dass es ein Running Gag wird. Ach so. Sie, du guckst kein Assi-TV? Hast du das noch nie gesehen? Familie Ritter ist die Pointe dazu. Okay, ich fühle mich jetzt wieder ein bisschen blöd, so wie ich rumlaufe. Ja, ich bin auch blöd. Hi! Das ist halt nur ein bisschen unfair, wenn man so überlegt, dass man 10 Jahre erstmal im Nichts gesessen hat. Und oh, guck mal, die wollen jetzt aber Hände geschüttelt bekommen. Im Autogramm. Der nicht! Der nicht! Nie gesehen, aber sonst alles andere. Dann musst du Familie Ritter sehen. Die sind wirklich assi drauf. Familie Ritter. Okay, gut, ich weiß jetzt Bescheid. Wir rennen einfach direkt durch, ignorieren den. Hallo, hallo, hat mich gefreut. Heute keine Autogramme. Heute gibt's nichts. Kommt morgen wieder. Übermorgen, nächste Woche. Irgendwann. Oh, hört auf. Ist das euer Ernst? Wir haben es gut geschafft. Das war aber automatisch gewollt. Die Penny-Doku auf YouTube. Ah, meinst du, Penny in... Oh, wo war das? Hier in Hamburg, meinst du, ne? In Hamburg. Ja, ich kenne das. Reeperbahn. Reeperbahn-Penny, ne? How many times have I tried to put the pieces back together? Oh. Alles okay? Ah, St. Pauli. Ich dachte, Reeperbahn. Ja, ist ja auch... Ist ja jetzt nicht so weit weg. Aber was geht ab? Was geht ab? Okay, da nicht. Darf ich durch? Entschuldigen Sie? Ich möchte... Ah, wir sind auf der anderen Seite angekommen, ne? Auf der anderen Seite ist, glaube ich, waren, glaube ich, die Goldschätze. Ja, ja. Reeperbahn ist St. Pauli. Ich muss immer ein bisschen in meinem Kopf rein. Weißt du noch, wo ich gesagt habe, wir brauchen eine Stunde zu mir nach Hause? Und am Ende brauchten wir nur so 30 Minuten. So ungefähr bin ich drauf. Save das Spack doch. Das ist doch nicht gewollt. Das ist doch ein Fehler. Habe ich das Spiel wieder verbuggt? Nee, warte, stimmt. Ich kann ja noch drehen. Warte, ich drehe erstmal doch mal kurz, bevor ich anfange, irgendwas zu sagen. Ich habe den voll leiden lassen. Tut mir voll leid. Warte. Ich glaube, ich muss den richtig überdrehen, ne? Warte, ich drehe mal... Okay, ich drehe mal richtig übertrieben auf. Passiert jetzt was? Oder hört er irgendwann auf? Ah ja. Der Arme. Der hat sich gerade tot gekrabbelt. Tot gekrabbelt hat er sich. Oh, bah. Äpfel fand ich besser. Auf geht's. Dein Lieblingscharakter, ey. Als wäre das wie so eine Serie. So eine geile Serie, die man sich auf Netflix gibt. Als ob ich zu dick bin, um da durchzugehen. Achso, ich kann hier entlang. Trotzdem, das hat für mich keinen Sinn. So. How long can a man burn before he turns to ash? How could you know? Of all the wasted years, of all the pain it took to bring you here. You don't even know how many times must a man die before he can truly live. How many times? Ich kann leider nicht schneller gehen. Ich habe das Gefühl, dass gleich irgendwas... Nein, ich guck's dir nicht an. What happens when you fail to take control? Achso.
judgte immer noch den kleinen Jungen. Ey, sei mal nicht so gemein. Oh, ich will zurück. Ich kann nicht zurück. Geh weg. Geh weg. Stell dir vor, du hast ein Schiff unten im Wasser und da kommt ganz viel Moos. Ne? Da sammelt sich halt all das ganze, die ganzen Algen und so an. Und dann nimmst du das Schiff wieder raus, legst es auf den Land und dann kannst du da Feuer anzünden. Ich weiß nämlich gar nicht, ob wir wirklich unter Wasser sind. Ja, doch, eigentlich schon. Hier sind, die schwimmen ja richtig, ne? Ja, okay, wir sind doch unter Wasser. Kennst du die SpongeBob-Folge? Da brennt auch Feuer. Da brennt auch Feuer. Hm. Es gibt ja nichts. Ich habe gerade die Tür zugeknallt, wo ich hin sollte, ne? Upsi. Tür wieder auf. Und weiter geht's. Die ist abgeschlossen. Ist das echtes Moos? Ist das echtes Moos bei uns auf der Arbeit? Nein. Echtes Moos. Ja, ich wollte jetzt aber nicht zur Arbeit gehen und unser Moosbild riechen. Darf man nicht anfassen. Ja, ich hätte es bestimmt auch mal kurz angefasst. Wer will es sehen? Wer weiß, dass man es nie gemacht hat? Man riecht, dass es echt ist. Krass. Aber muss man das dann nicht irgendwie pflegen? Hält Moos nicht wirklich so gut? Ohne Feuchtigkeit und so? Kann ich mir nicht vorstellen. Wenn man an den Tisch daneben sitzt. Ach so. So nah saß ich nicht dran. But do you know the way? You build one character, you destroy the other. But which one is which? You follow reason, you see through it. You cut away the strings. You hesitate. You look for a better way. Nothing is ever easy. When the tide rises, you give in. You choose the easy way. Wow. Oh, unsere Schwester ist da. There is no right or wrong. There is only... James! Lily! James! Ja, ich wusste, der Junge hat das Feuer ausgebreitet. You have to go. Überhaupt no, gemacht I'm und gelegt. Not leaving. I'll find a way to reach you. I know you will. You're strong. Stronger than you know. We'll be together again. No matter how long it takes, I will find you. I will. Die ist tot. Wussten wir eigentlich schon vorher, aber das Übel, dass er das auch noch sehen musste. Huch, Mann, sorry für den Controller. Wollte ich nicht. Die besprühen das echt? Tough, warum nicht? Ich müsste mal die Gärtner beobachten, wie die das machen. Stell ich mir ganz witzig vor. Cool. Okay, wir sind dem Feuer erstmal entkommen, haben aber schon wenigstens etwas Plot jetzt entdeckt und wissen, dass der kleine Junge da abgeschottet worden ist von seiner Schwester. Das sieht doch nach einem Weg aus, den wir gehen können. Da entlang? Ja, tatsächlich. Es ist so dunkel, ich kann da gar nicht erkennen, was das alles sein soll. Also ein paar Kerzen. Ich glaube einfach nur viele Kerzen. Viele Kerzen auf Essen. Here we are again. How many times has it come? You don't know it, do you? How much? You don't even know what you are. An artist giving an unfocused performance. A creature trapped in a prison of its own making. A thing that should not. I know what you came for. What you think you want. Friend.
Come again some other day. You can't have it. Because you are not ready. Because you have not earned it. I'll be waiting. Until then. Ich hatte noch gehofft, dass wir ihr Gesicht sehen. Action. Schon wieder. Okay, aber um fair zu sein, wir haben letztes Mal den Typen umgebracht. Ich bringe jetzt die Frau um. Ist okay, ne? Ist okay. Ich bringe jetzt mal die Frau um. Ich weiß gar nicht, warum man das nochmal machen soll. Letztes Mal mussten wir dreimal auf den Kerl schießen. Gestalius. Hä? Warte. Nein. Es hieß, das sind insgesamt Spielstunden von 9. 9 Stunden insgesamt. Wir haben das Spiel insgesamt von 5 Stunden geschafft. Ich hab abgeschossen. Ich hab die Frau abgeschossen. Ende von der Geschichte. Frau abgeschossen, Ende. Einfach direkt. Was? Und ich muss gestehen, ich bin immer noch todesverwirrt. Ich habe nichts gecheckt. Ich auch nicht. Da bist du ja auch voll durchgerast. Ja, ich hätte jetzt eigentlich auch gedacht, das sind insgesamt 10 Stunden. Beziehungsweise 9. Weil ich brauche eigentlich immer ein bisschen länger als die angegebene Spielzeit. Und ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt schon durch sind. What? Ich bin nur durch, weil ich so klasse Leute hatte, die mir geholfen haben und gesagt haben, ich soll 80 Mal irgendwie in der Ecke mich umdrehen. Das hat mir sehr geholfen. Vielen Dank. Ey, er hätte jeden Finger abgesucht. Ja, also ich suche eigentlich auch sehr gründlich. Also es gab ja mal, Life is Strange. Da habe ich alles rausgesucht, alles was geht. Und da habe ich auch viel länger gebraucht als die normale Zeit. Oder Judgment, was ich jetzt aktuell zocke, habe ich auch todeslange gespielt. Aber ich habe noch nie so viel in so einer kurzen Zeit geschafft. Krass. Ich schau mal gleich, also die Credits gucke ich mal an, dann gucke ich mal, ob da noch irgendwas gibt. Ist gut, weißt du. Ihr hattet keine Zeit, mir zu helfen, weil da eine Verzögerung war, leider. Sonst hättet ihr mir wahrscheinlich noch besser geholfen. Hättet einfach nur gedacht, ich bin dumm. Wie mit dem Safe, beziehungsweise dem fetten Tresor da. Aber ich bin gerade auch sichtlich verwirrt. Vielleicht hätte ich noch mal genauer gucken müssen. Also ich weiß, eigentlich laut Text von Steam geht es um einen Schauspieler, der auf einem Schiff ist und eben ja seine Rollen spielen muss. Und da läuft irgendwie alles aus dem Ruder. So ist es nach dem Text von Steam. In dem Spiel haben wir aber uns auf zwei Kinder quasi eher, ja, uns zwei Kinder eher angesehen, die Spiele gespielt haben, so getan haben, als wären sie Piraten und einfach so ihr Ding durchgezogen haben, obwohl sie gar nicht auf dem Schiff sein durften. Also es waren blinde Passagiere, sagt man ja. Dann haben sich die Kinder getrennt, weil die gesucht worden sind, waren fast am Verhungern. Die Schwester hat dann zu dem kleinen Bruder gesagt, dass sie ihn auf jeden Fall wiederfinden wird. Dann ist ja dieser Brand ausgebrochen, weil ich glaube, der Junge einfach crazy geworden ist. Und diese eine Stimme ihm dann immer gesagt hat, dass wahrscheinlich seine Schwester tot ist und er das alles abfackeln soll. Dann hat er das abgefackelt, dann hat er seine Schwester aber wieder getroffen, die wurden aber getrennt. Und die Schwester ist dann halt aber durch die Explosion gestorben. Das ist das, was ich eben damit vermute eigentlich. So. Gehe ich aus, dass das die Story ist, aber warum ich ne... Warum? Bin selber gerade ein bisschen verwirrt. Also, sorry, was schreibt ihr noch? God of War. Habe ich tatsächlich auf der PlayStation. Wollte ich auch irgendwann nochmal zocken. Es gibt ja mehrere Teile. Ich glaube, über PlayStation Plus habe ich den allerersten Teil. Und ich glaube sogar den dritten Teil. Ich wollte mich zurzeit erstmal gerade viel auf Horror konzentrieren, aber ich kann mir das gerne auf die Liste setzen und würde das dann auch nochmal testen. Wird dann aber wahrscheinlich, wenn ich das machen würde, vielleicht über die PlayStation laufen. Dann würde das ohne Facecam sein, sage ich nur jetzt schon. Aber so nebenbei nehme ich auch gerne Wünsche an. Da habe ich wenigstens eine Liste. So, und muss mich dann nicht nur auf Horror konzentrieren, das ist vielleicht gar nicht so schlecht.
Du hast auch, du kannst auch Ansprüche stellen. Ich bin offen für alles. Die schlimmsten Horrorspiele, die es gibt.